Kann mich jemand rauspeitschen? Eingekillt? Das sind 5 Leute. Ah, das ist zu viel. Bin tot. Oh Mann. Ich seh dir aber, wo ist das? Ich bin tot. Die haben schon einen Crossbow. Also dann kommt einer mit dem Bowler von der Seite. Das sind mehrere. Ich habe Wirtkräfte an. Rollert. Gleich tot. Oh, hast du mich erschrocken, Alter. Tot. Sehr gut. Wollt mir grad Bowler von oben. Ich hab leider Durst gerade. Das ist ein bisschen ärgerlich. Oh, ich hab Bären rein. Jawohl, ich fällt jetzt viel aus. Gammy! Sieht uns nicht krass, wie die im Level 4 Leute sind, ey. Wolf ist gleich gebolert. Du hast einen gebolert? Jo, der liegt da hinter den. Aber da sind so viele. Der liegt hinter den. Ja. Jo, die sind alle rechts vom Skelett da. Bugs, du bist ein bisschen weit vorne gerade. Jo. Ich hab was getroffen. Wahrscheinlich den Ankühlung, hä? LOL! Ich hab einen gekillt aus 1000 Meter Abstand! Das ist einer weniger, Leute. Ah, oh, ich hab kein Ding mehr. Nicht zu weit vorrennen, nicht zu weit vorrennen, wir müssen eine Linie halten hier. Ja, der wohl. Oh, Ankylo kommt. Schieß mal auf den Ankylo. Oder auf den Piloten von dem Ankylo. Ah, shit, ich bin gleich tot. Alles auf den Kühlo, Leute. Auf den rechten erst. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal von meinem Kühlo wegrenne. Nein. Ach, keine Pfeile mehr. Ja, die sind jetzt alle da rechts. Übelste Steinzeitkrieg hier! Mein Bogen ist gleich kaputt. Boah. Leute, von links um den Felsen. Ja, was ist da? Ja, von hinten am Felsen. Die achten nicht auf ihren Rücken. Ja, aber ich bin halt fast tot. Also ich habe noch 20 Leben. Mein Leben geht doch gar nicht nach oben. Aber jetzt geht's nach oben. Boah, das sind so viele! Das sind wirklich zu viele irgendwie gerade. Oh, Bugs! Sein Gebohler oder was? Nö, ich peitsche in den rum. Okay. Ja, peitsche mal weiter. Boah, jetzt hab ich Scheiße. Alter, ich hab alle Steine aufgehoben, jetzt bin ich überladen. Scheiße. Hä, wir sind jetzt gestorben. Hab ich den? Ne, kam keine Killmeldung. So, mein Bogen ist kaputt. Ah, ich kann einen neuen machen. Ja, das Problem ist, hat eigentlich keinen großen Sinn mehr hier, ne? Eigentlich dann. Wollen wir einfach hier irgendwie daneben bauen? Weiß ich nicht. Es wird halt Nachbarschaft wird wohl nicht so toll mit denen, aber. Auf der anderen Seite vom Felsen. Ja, irgendwie so. Oh, jetzt hat er mich noch erwischt. Einen hab ich auch noch erwischt. Und einer, allein von beiden der eine da, der gestorben ist. Da muss ich auch gewundert haben, wo der Pfeil herkam. Ja, bei mir dauert es noch 2 Minuten. So, gut, Leute, hatten ganz viel Spaß gehabt, gemacht. Nee. Nochmal. Wir haben verloren. So, Leute, hat super viel Spaß gemacht, aber wir suchen uns jetzt einen alternativen Spot. Geht leider nicht anders. Müssen wir einfach mal gucken, dass wir uns das in Ruhe noch irgendwie aufbauen können. Die Session geht jetzt schon 1,5 Stunden und wir haben quasi nichts. Außer. Wir starten. Außer, wir fangen jetzt an. Wir fangen jetzt an. Genau, wir haben den anderen Vorsprung gegeben. Ja, genau. Ja. Damit sie eine Chance haben gegen uns. Was geht's in den Kommentaren ab? Na gut, dann gehe ich sterben. Also, wollt ihr ein Bett bauen, dass wir gleich alle an einer Stelle sind? Irgendwie? Ah ne, das hat einen Cooldown, ne, das Bett? Okay, ne, ich spawn jetzt auf Süden 1. Von euch jetzt noch irgendwer an diesem Obelisken? Ja, ich. Ganz viele Leichen. Dann komme ich da jetzt gleich mal hin. Der See trieft und stinkt. Kannst du mich noch einladen. Wahrscheinlich. Die Fische werden jetzt auch alle sterben.
Das riecht. Aber da sind gerade Gegner. Okay, nice. Das riecht nach noch verrottetem Fleisch. Ist das davon ein Geier? Nee, ist ein Greif leider nur. Nee, Greif. Kommt so ein Typ in Lederrüstung und sticht mich ab. Ja, da vorne ist jemand. Guck mal, sieh dir. Siehst du den da? Oh. Da läuft einer. In die Richtung, wo ich geguckt habe. Da, wo der Agentavis gerade rumrennt. Da war gerade einer gewesen. Boah, das sind vier Stück hier. Wie, vier Stück? Gegner! Wir müssen eigentlich schnell zum Mobilisten. Zum Roten? Zum Roten? Sieh dir, ich hab dich. Bist du das? Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Oh Gott, hier sind vier Stück. Ich kann die nicht. Hinter mir sind zwei Gegner. Implantat! Bugs, Achtung, Greta, da kommen jetzt gleich welche. Greta kann schon nicht sterben gehen. Das sind ganz viele. Also, Süden 1 waren ist scheiße. Ich sehe hier auch welche. Ich wette, ich hier bin auch Krieg geführt, also so ist es nicht. Jo, wir müssen irgendwie an dem Krieg vorbei zu dem Spot. Die Koordinaten wären halt gut zu wissen oder so. Okay, ich spawn neu. Wo muss ich hin? Das ist direkt am roten Obelisken. Nein. 70, 46. Die haben schon so ein getaintes Tier hier. Wow, die haben schon ein Tier getaint, das geht. Also Norden 1 ist das, oder? Oh, da ist auch noch einer. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Ich glaube, wir in die andere Richtung, ey. Na gut. Okay, jetzt laufe ich aber Richtung Roter Obelisk. Es wird ein Schuh draus hier, aus der Flucht. links von mir ist auch schon wieder einer, oder? Ich verstecke mich jetzt im Busch. Das haben die nicht gesehen. Das haben die nicht gesehen. Also, hier sind überall Leute. Oh, warte mal, kann ich mir irgendwas craften? Ich kann mir schon Bogen machen. So, wir da. Ich spawn jetzt Süden 1. Süden 1. Wie sie nach mir suchen. Oh. Süden 1. Besuchen die jetzt die Büsche? Ich hau mal ganz kurz auf den Stein. Ganz leise. Einmal nur. Ganz leise. Die dreisten Könige haben hier ein Holzhaus, direkt davor, vor dem Eingang. Also nächster Spot. Ja, wir haben keinen nächsten Spot. Können wir uns irgendwie an denen vorbeischleichen oder du so? Du hast mich umgehauen. Das Gemini. Haus scheint unbewohnt, aber... Wunder. Ja, dann könnte es sein, dass sie da oben bauen, oder? Guck mal. Ja, die bauen da oben, da ist eine Wand, die den Weg blockiert. Echt? Ja. Also hätten wir hier zu Anfang angefangen, hätten wir uns hier auch kloppen können. Okay. Ich glaube, wir sollten einfach irgendwo bauen, wo es nicht so offensichtlich ist, dass jemand da ist. Also ich würde vorschlagen, wir rippen uns jetzt und spawnen bei sie dir. Ja, da ist einer. Weil sonst sind wir gar nicht mehr konkurrenzfähig dann. Tot. Ja gut, dann spring in den Schlucht. Ja, mach ich. Da, Move. Also quasi wäre es eigentlich hinter dem Berg hier gewesen. Hier nicht. Also ich bin tot. Ich auch. Seht ihr Koordinaten bitte? Oh, da ist ein Bett. Ja, welches Bett? Da sind 1000 Betten. Ja, das ist links oben einfach. 1000 Betten? Also, ist da wo nicht die 8 Betten nebeneinander sind wahrscheinlich. Ach so, Norden. Oh, Terrorbett. Hast du irgendwas zu ballern? Das ist... Hey! Bei 25, 45 oder was? Ja, genau, 25. Ach so, okay, erlebt noch. Bringt euch da einfach um, weil da hochlaufen dauert zu lange. Kreta ist nicht unscharf. Ach so, okay, stimmt, ja, gut. Ja, ich bin da gespawnt, da waren aber jede Menge. So, sieh dir, erklär mal, wo wird's denn? Hier wird's bauen, oder was? Ja, genau, hier. Hier auf dieser. Da hinten ist ein Terrorbird. Ja, der wollte gerade bolern. Wo ist der? Der ist gebolert. So, auf jeden Fall sind hier keine Gegner gerade. Ja. Wo ist denn der Terrorbird? Ich sehe den nicht. Hinter dem Stein, hier, wo ich hinlaufe, hinterm Bett. Also rechts am Bett vorbei. Okay, ich muss mir den Spot dann erstmal angucken. Aber wir bauen jetzt einfach hier, scheiß drauf. Das einzige, was wir bisher gebaut haben, waren die 6 Foundations von mir. Das ist unsere größte Base bisher. Und wieso mache ich das gerade noch? Ne, egal. So, den nehmen wir. Okay, Leute, jetzt legt mal los. Konzentriert wird jetzt das Ganze aufgebaut und wir kriegen heute noch 20 Drachen. Definitiv, kein Problem. Ja, Seite. Das müsste das sein. Ja, wir sind eigentlich quasi hier in der Nähe. Gerade ein bisschen farmen. Ja, wir haben schon eine Metallbase stehen und Rocket Launcher. Lenkerketten. Ich bin gerade dabei, Lenkerketten zu craften.
Ich lebe gerade Ich lebe in so einer kleinen Traumblase gerade. Träume mir alles schön. Wir haben schon 60 Punkte an Implantaten zusammen. Das Gladiatorenturnier habe ich auch schon gewonnen. Oh, ich habe zu wenig Weight. Ich wiege zu viel. Ich hau noch mehr Punkte rein. So. Wie kann das sein? 700 Weight, läuft. So, den Sand hau ich trotzdem jetzt erstmal noch weg. Wobei eigentlich, ne, ich setz mal den Boden, weil dann, wenn wir den Boden haben, können wir da Truhen machen, dann können wir den Sand da reinlagern. Hier ist ein Vierer an Kilo, den könnten wir eigentlich direkt schon mal machen. Ich würd's nicht gleich übertreiben mit dem Level. Jo, klar, lass mitnehmen, Alter. Wo soll ich denn hinbauen, die Foundation? Wo wollen wir die Base bauen? André, komm mal her. Ups. Ich meine, du verbringst dann sehr viel Zeit hier an der Stelle, wo ich jetzt anfange. Gibt André die Foundation. Mal. Das war machbar, ich weiß nicht. Ja, ich meine, was hast du denn dir jetzt hier gedacht? Bei der also, Spot hier vielleicht? Direkt in die Mitte. Direkt in die Mitte. Ja, weil da ist am glattesten. Weil hier ist auch. Na gut, das ist zu klein. Okay, also mit der Mitte meinst du, wo der Stein hier drauf ist, wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich bin gerade nicht in der Nähe, aber es wird wahrscheinlich das sein. Okay, ich fange einfach mal an. Weil dann können wir hier, wenn die Steine weg sind, hier noch weiterbauen, ne? Mhm. So, Leute. Mal gucken, wie lange das hier steht, was ich jetzt hier anfange. So. Was ist denn los mit dir, Alter? Ich glaub's da ständig. Ich versuche ein bisschen High dran zu schuhen. Hier ist ein Gegner! Töte ihn! Scheiße, das war mein. LOL! Das sah so aus, als würde der sich hier verstecken. Neben dem Haus. Yay, Parazit tot. Sorry. Aber Ryan hat Fly. Ist Ryan gerade da? Hütet den mit Prime. Ryan ist scheint abwesend zu sein. Ich war überhaupt nicht gewesen. Ich meine, du lagst neben der Base. Und das sah so aus, als würdest du dich verstecken. Mein Camper. Sorry. Oh, es ist nicht, dass es nicht eh schon läuft. Oh Mann. Aiming. Wo ist denn der Saber? Wir haben Prime Meat. Ich hab den getamed. Der ist schon fertig. Okay. So gut, ich mach mal ein paar Betäubungsweiter hier. 74 Stück reicht das mal, da können wir erstmal mit ein paar Dinos tamen und dann können wir erstmal Heid besorgen und ein bisschen XP mit machen. So. Wo ist denn unsere Base? War die da oben? Mhm. Kirali? Mhm. Überleg auch gerade. Ich glaube, nach da, wo ich gerade hingucke, müssen wir. Okay. Oder? Oh, da ist ein Terrorbird. Ich schütze dich. Ja. Danke. Kein Problem. Ich stell schon mal Benzin hin. Hm. Und dazwischen drauf nicht mehr so gut achten, wo ich lang gelaufen bin, weil da war plötzlich ein Golem und dann bin ich einfach weitergelaufen. Ja. Rumpelt das denn hier so? Golem. Oh, Level 116 Terrorbird. Ist so gut, ne? Jo, der war eigentlich auch nicht schlecht. Lass mal den. Ah, ich sollte vielleicht Bolan. Alter! Ich bin da nicht durchgekommen. Skorpion? Ich wollte dir nur helfen. Kannst du den weglocken oder so? Ich bin gerade. Bist du betäubt? Naja, fast. Ich komme. Nicht ganz. Wo ist er? Ja. Hallo! Schütze dich! Hey. Hi, Lan. Hallo, Lan. Hey, Lan. Hey, Lan. Ich hab leider nichts zu betäuben da. Huh? Ja. Das Problem ist, und der wird jetzt gleich wieder ausrasten. Jetzt, genau. Oh, ich, oh. Nee. Soll der nach dahin? Gott.
Haben. Versuch gleich nochmal zu bohnen, wenn es geht. Oh nein, das habe ich. Okay, er ist betäubt. Er ist unconscious. Ich habe nur einen Schuss. Da ist eine Motte. Kannst ja mal versuchen, in Erfahrung zu bringen, welches Level die ist. So, warte, ich habe Prime Meat. So. Terrorbird. Terrori. Schön. Level 165. Ist irgendjemand am Viecher töten? Ein bisschen XP abstauben. Warte mal, hier sind solche kleinen Dingsbums-Füchse. Bringen wir mal ein paar nach Hause. Was essen die nochmal? Bären. Hey, Lan. Hey. Oh. Hat noch gar keine Kettensäge, der Gute. Lan, besorg mal Kettensäge, Drachen und alles. Den ganzen coolen Stuff. Jo, auf jeden Fall. Mach mal hin. Also, ja, die Base wächst langsam. Wie gesagt, mal gucken, wann die ersten Gegner uns entdeckt haben und dann wird's sehr interessant. So ist sie zum Verteidigen, haben wir noch nicht viel. Nee. Wir stellen uns dann einfach tot, oder? Wir hängen uns dann auf den Boden. Ja, genau. So. Aber wir haben einen High-Level-Terror-Bird. Mhm. Hübsch ist er. Feines Chocobo. Ja, du kannst ihn erstmal haben, wenn du willst. Cool. Das war ein Satan. So, ich hab ein bisschen Chitin und ganz viel Halt dabei. Und ich brauche jetzt ein Fernglas. Weil momentan sind wir keine flotte Mottenflotte, sondern eher eine ziemlich Low-Level-Motte, die sie dir getamed hat. Tribe. Ein bisschen wenig. Ja, seht ihr, das nehme ich nicht zurück. Macht gerade jemand Zündfuhr? Ich brauche noch Öl. Und Öl, oh. Öl hatte ich in der Smithy getan. Ne, gar nicht. Ah, im Ofen war noch ein bisschen. Wenn es nicht schon verbraten ist. Öl war doch relativ schwer, oder? Ja, ist verbraten. Ja, ich fahre mir die kleinen Viecher ein bisschen ab. Hm. Wo will der denn hin? Yes! War leider noch ein Pfeil reingeschossen, aber egal. So, Brimeat, ich hoffe, ich habe noch welches. So, jetzt erstmal den selber verstecken, weil wenn jetzt einer kommt, ey, würde mich übelst ärgern. So, Brimeat. Ich will den Kanu haben. Es wird ein kleiner, großer Kanu, Scar. So. Okay, Brimeat ist drinne. Das ist für mich so das erste große Erfolgserlebnis jetzt hier. Außer vorhin, wo ich Heid nach Hause gebracht habe, mich alle gelobt haben. Das war fein immer. Wenn irgendwer von euch Salz findet, ne, bringt am besten mit, dann machen wir uns ein bisschen Level-Zeug. Mittelgroßer cool. Ska. So, scheiß Name. Sehr groß. 170 ist er, 1900 Leben, aber der hat 306 Milli-Damage. Und 960 Stamina. Leider ein bisschen wenig Leben. 1900 ist nicht viel. Also man kann es jetzt nicht ändern. Wobei es ist noch 120, nicht 150, ne? Ein Unterschied. Ah, wie ich hier mich jedes Mal reinstelle, wenn die diese Stamina-Kacke machen, ja, die Giftbomben. Sollten wir jetzt aber langsam echt mal die Base zumachen, damit nicht irgendwer bei uns einfach reinflattert und die Sachen klaut. Ja. Mhm. Und Verteidigung müssen wir aufbauen unbedingt. Möchte helfen, André? Oh, ein 112er Terrorbird. Wie hieß der? Waitai? War das so geschrieben? Ich glaube, der lebt nicht lange. Ich glaube, ich habe den noch falsch geschrieben, aber egal. Das ist gut, das muss ich irgendwie nach Hause finden. Ist die Richtung okay? Sieht gut aus.
aber so stehe ich jetzt nicht. Du hast bei Sub-Zero, hast dich übrigens gefreut, dass du 20 Öl geklaut hast. Wenn du in so einer Fliege an den Arsch fasst, dann kriegst du 16 Öl. Nein. Ah, Paxi, hier bist du. Sehr gut. Ja, die Base ist dahinter. Oh, Marvo wird das abgebrochen, wegen der Scheiße. Natürlich bin ich irgendwie sicherer. Da war ich ja gar nicht so weit weg. Ich dachte, ich wäre übelst weit weg. Bin ich ja ganz in der Nähe. Guck mal, Max, ganz viel Abwechslung hinter mir. Alter Schwede, voll die Party. Bisschen gerade. Ach, da ist da oben. Ja, ich sehe es. Die Base habe ich jetzt entdeckt, ja. Oh, nice, man. 90 Frames. Das hat übelst was gebracht und sieht jetzt wirklich nicht schlechter aus. Mit dem Salz muss man immer nur so, weiß ich nicht, 10 machen maximal oder so, sonst. Na. Sehr witzig. Jetzt lohnt es sich auch wieder, die Videos in 60 Frames hochzuladen. Das ist wirklich picobello flüssig gerade. Hey, Gammy. Hallo. Okay, da kommen schon mal keine T-Rexer durch. Das ist so der Plan. So. Du Scheiße. Alter! Beam, guck mal hinten. Krass. Hinter dir. Was? Guck mal da oben. Alter!